CE verfuhr sich. Wer ist noch nicht über eine solche oder ähnliche Schlagzeile gestolpert? Gelegentlich taucht eine derartige Meldung in Zeitung, Funk oder Fernsehen auf. Und ich frage mich dann immer, ob die Mehrzahl der Leser, Hörer und Zuschauer das mit einem Schmunzeln oder mit Schrecken aufnimmt. Ich weiß um die Hintergründe von Fehlleitungen, aber weniger bahnaffine Menschen haben keine Vorstellung davon, wie ein Zug in ein Gleis gelangt, in dem er nichts verloren hat. In diesem Film werde ich daher beleuchten, wie es zu einer Fehlleitung kommt und wie im Anschluss verfahren werden kann, um zu retten, was noch zu retten ist. Blicken wir ins Glossar der Fahrdienstvorschrift, wo geschrieben steht: Ein Zug wird fehlgeleitet, wenn er in einen Fahrweg eingelassen wird, der nicht seinem Fahrplan oder seinem Auftrag entspricht. Der Gebrauch des Passivs deutet an, dass der Zug nicht aktiv falsch abbiegt. Für alle, die sich im Schienenverkehr auskennen, ist das logisch. Den Großteil der Bevölkerung, der kaum Berührungspunkte mit der Eisenbahn hat, mag es hingegen überraschen, dass es hier anders läuft als auf der Straße. Dass die Entscheidung, welchen Weg ein Zug einschlägt, nicht dem, gern und oft als Zugführer titulierten, Triebfahrzeugführer obliegt, sondern dem Fahrdienstleiter als regelnder Instanz, für die es im Straßenverkehr kein Gegenstück gibt. Daher verwundert es wenig, dass viele Menschen glauben, dass der Typ in dem Karbäuschen an der Spitze des Zuges sich selbst die Weichen stellt. Auf der Schiene läuft nichts ohne den Fahrdienstleiter, der im Stellwerk schaltet und waltet, wobei er natürlich nicht tun und lassen kann, was er will. Seine wichtigste Aufgabe ist die sichere Abwicklung des Eisenbahnverkehrs auf Basis eines umfangreichen Regelwerks. An zweiter Stelle folgt die Pünktlichkeit, die möglichst saubere Umsetzung des durch den Fahrplan vorgegebenen Betriebsprogramms. Jeder FDL arbeitet unter anderem mit dem Fahrplan für Zugmeldestellen, der festlegt, wann welcher Zug welches Gleis zu nutzen hat. Diese Vorgaben sind kein ehernes Gesetz, aber ohne Not sollte nicht davon abgewichen werden. Wenn der FDL die Abfahrtsgleise von Reisezügen nach Lust und Laune ändert, kommt das beim zahlenden Publikum nicht so gut an. Der Handlungsspielraum des FDL ist diesbezüglich also begrenzt. Die Anlässe, vom Fahrplan abzuweichen, sind dennoch zahlreich. Möglicherweise belegt ein verspäteter oder liegengebliebener Zug ein Gleis, eventuell verhindert eine Weichen- oder Signalstörung dessen Nutzung, gegebenenfalls müssen auch Züge im Bahnhof gepuffert werden, weil die anschließende Strecke gesperrt ist. In diesen und vielen vergleichbaren Fällen bleibt dem FDL gar nichts anderes übrig, als Züge in Gleise zu schicken, in die sie planmäßig nicht gehören. Dann kann er auch seine Kreativität ausleben, denn die Entscheidung, welcher Zug bei Unregelmäßigkeiten in welches Gleis geht, trifft er eigenverantwortlich. Wobei er Reisezügen schon eines mit Bahnsteig gönnen sollte. Gleisänderungen sind Tagesgeschäft und solange sämtliche Beteiligten entsprechend verständigt werden, ist das keiner Rede wert. Problematisch kann es werden, wenn der FDL einen Zug irrtümlich in ein Gleis einlässt, in dem er nichts zu suchen hat. Wenn etwa ein Reisezug aus Versehen an einen anderen Bahnsteig geleitet wird, ist zu befürchten, dass potenzielle Einsteiger zurückbleiben, weil sie den unfreiwilligen Gleiswechsel nicht mitbekommen. Eine Steigerung dessen ist, dass sich ein planmäßig haltender Reisezug in einem bahnsteiglosen Gleis wiederfindet. Wirklich peinlich wird es, wenn ein elektrisch bespannter Zug in einen Abschnitt ohne Oberleitung gerät. Und echt gefährlich sind Lademaßüberschreitungen in nicht dafür zugelassenen Gleisen, die an der Bahnsteigkante entlang schrammen oder Signale abrasieren. Auch die Ausfahrt aus Bahnhöfen hat ihre Tücken. Wenn der ICE zwar am richtigen Bahnsteig gehalten hat, danach jedoch auf die falsche Strecke abzweigt und plötzlich nicht von Hamburg in Richtung Berlin, sondern gen Hannover unterwegs ist. Die Gründe für derartige Vorkommnisse sind vielfältig und mitunter ist der zuständige FDL sogar unschuldig, weil beispielsweise ein Kollege eine baubedingte Fahrplananordnung fehlerhaft ausgewertet oder ein vorgelegener Bahnhof eine falsche Zugnummer in die Zugnummernmeldeanlage eingetippt hat. In den meisten Fällen dürfte ein Mix aus Unachtsamkeit und hoher Arbeitsbelastung die Ursache sein, insbesondere im Güterverkehr begünstigt durch gefühlt wöchentlich geänderte Fahrpläne.
Vielleicht hat der FDL im Eifer des Gefechts auch die Zugnummer verwechselt oder versehentlich einen unrichtigen Fahrweg eingestellt, wie es früher in der Fahrdienstvorschrift hieß. Bei Relais oder elektronischen Stellwerken kommt es durchaus mal vor, dass der FDL die falsche Zieltaste trifft bzw. das falsche Zielsignal anklickt, woraufhin eine Fahrstraße einläuft, die er gar nicht einstellen wollte. Um eins gleich festzuhalten: Fehlleitungen sind ärgerlich, führen aber praktisch nie zu Katastrophen. Ein betroffener Zug landet möglicherweise im falschen Gleis, aber wenn die Fahrstraße regelkonform eingestellt und gesichert wurde und das vorgelegene Hauptsignal einen Fahrtbegriff zeigt, kann nichts Schreckliches passieren. Dem Stellwerk ist es egal, welches Gleis einem Zug zugewiesen wird. Sind die Voraussetzungen für die Zulassung einer Fahrt erfüllt, folgt die Anlage brav den Befehlen des Bedieners. Versucht der FDL, eine Fahrstraße in ein besetztes Gleis zu ziehen, passiert gar nichts. Die signalmäßige Fehlleitung eines vollbesetzten ICE auf eine eingleisige Strecke ist sicherheitstechnisch unbedenklich. Denn wenn das Gleis durch einen anderen Zug belegt wäre, könnte eine solche Fahrt nicht zugelassen werden. Gehen wir aber noch mal einen Schritt zurück zu dem Moment, in dem der unrichtige Fahrweg eingestellt wird und das Hauptsignal auf Fahrt gelangt. Für den Fall, dass der FDL seinen Fehler erkennt, bestimmt die Fahrdienstvorschrift, dass er das entsprechende Hauptsignal sofort auf Halt wirft. Aber selbst wenn er seinen Irrtum nicht bemerkt, kommt es nicht zwingend zu einer Fehlleitung. Denn noch ist da ja der Triebfahrzeugführer des sich nähernden Zuges, der die Augen offen hält und das drohende Unheil erkennt. Beispielsweise gibt es viele Bahnhöfe ohne Bahnsteige am durchgehenden Hauptgleis, sodass haltende Reisezüge immer in die Überholung müssen und am Einfahrsignal eine niedrigere Geschwindigkeit gezeigt bekommen. Der TF eines solchen Zuges sollte sich dank seiner Streckenkunde also nicht bloß wundern, wenn ihm eben dieses Signal keine Einschränkung verkündet. Er muss nach Möglichkeit auch davor anhalten und den FDL kontaktieren. Wenn er unbeeindruckt in den Bahnhof düst und dort feststellt, dass zwischen Zug und Bahnsteig noch ein Gleis liegt, ist es zu spät. Das ändert nichts daran, dass der entscheidende Fehler beim FDL liegt, worauf ihn der TF aber gern rechtzeitig hinweisen darf. Ähnlich verhält es sich bei der Ausfahrt aus einem Bahnhof oder der Durchfahrt auf eine Abzweigstelle. Auch hier muss kein Zug vom Weg abkommen, wenn der FDL eine Weiche falsch stellt. Lässt das Signalbild nicht erkennen, wohin die Reise geht, weil die zur Debatte stehenden Fahrwege mit derselben Geschwindigkeit genutzt werden können, kommt in der Regel ein Richtungsanzeiger zum Einsatz. Ein weiß leuchtender Kennbuchstabe, der auf den folgenden Bahnhof oder Knoten der jeweiligen Strecke hinweist. Und da beim Erkennen des weißen Buchstabens meist keine rechtzeitige Bremsung mehr möglich ist, steht oder hängt in der Nähe des zugehörigen Vorsignals ein gelb leuchtender Richtungsvoranzeiger, sofern ab dem Hauptsignal Geschwindigkeiten über 60 km/h erlaubt sind. Die Bedeutung der Buchstaben kennt der TF aufgrund seiner Streckenkunde. Im Zweifel findet er sie auch im Fahrplan. Und wenn er weiß, dass er in Hamburg Hauptbahnhof in Richtung H wie Hauptgüterbahnhof, heute Abzweig Erikus, fahren muss, um die Strecke nach Berlin zu erreichen, am Hauptsignal jedoch ein P wie Personenzuggleis nach Harburg erstrahlt, das auf keinen der möglichen Alternativwege hinweist, dann tut er gut daran, beim FDL nachzufragen, ob hier alles mit rechten Dingen zugeht. Die Fahrdienstvorschrift unterscheidet drei Fehlleitungsszenarien. Erstens, der Zug kommt vor dem Hauptsignal, an dem die Fehlleitung beginnt, zum Halten. Zweitens, er kommt zwischen dem Hauptsignal und der fahrwegbestimmenden Weiche zum Halten. Drittens, er kommt hinter der fahrwegbestimmenden Weiche zum Halten. Ich füge noch viertens hinzu, der Zug kommt überhaupt nicht zum Halten, sondern fährt fröhlich weiter. Überliefert ist die Legende eines Bauzuges, der in einem Bahnhof enden sollte, dessen FDL jedoch irrtümlich eine Durchfahrt stellte. Der TF des Bauzuges stoppte nicht etwa am fahrtgebietenden Ausfahrsignal, sondern setzte seine Reise fort. Er wunderte sich ebenso wenig wie die FDL der Folgebahnhöfe, die diesen Zug gar nicht kennen konnten und dennoch fleißig grün machten.
Erst der FDL des nächsten Knotenbahnhofs bemerkte diese verschärfte Fehlleistung, weil er sich fragte, wohin mit besagtem Bauzug. Für die Fortführung des Betriebs existieren diverse Vorgehensweisen. Hält der Zug vor dem Signal, löst der FDL die falsche Fahrstraße auf, stellt eine richtige ein und führt den Zug ohne größeren Aufwand auf den rechten Weg. Diese Möglichkeit besteht ebenfalls, wenn die Zugspitze zwar hinter dem Signal, aber noch vor der Weiche steht. Auch dann kann nach Neueinstellung des Fahrwegs die Reise fortgesetzt werden, wenngleich mit zusätzlichen betrieblichen Maßnahmen. Knifflig wird es, wenn der Zug bis auf die Weiche oder darüber hinaus geschossen ist. Je nach Örtlichkeit, Betriebslage und Art des Zuges lässt sich dieser Knoten unterschiedlich lösen, was der FDL in Rücksprache mit der Netzdisposition entscheidet. Ein Reisezug kann meist problemlos hinter das Hauptsignal zurückgesetzt werden, um anschließend einen neuen Anlauf auf seinen Regelweg zu nehmen. Bei Güterzügen ist das schwieriger. Hier bietet es sich an, bis zum nächsten Bahnhof weiterzufahren, dort Kopf zu machen, zum Fehlleitungsbahnhof zurückzukehren und nach erneutem Lokumlauf in die richtige Richtung davon zu dampfen. Denkbar ist auch, den fehlgeleiteten Zug auf mehr oder weniger verschlungenen Faden auf seinen Regelweg zurückzuführen. Wenn wir unser obiges Beispiel mit dem ICE nehmen, der in Hamburg in Richtung Hannover statt nach Berlin abbog, wird die Betriebszentrale einen Umleitungsfahrplan über Uelzen und Stendal basteln. Wie auch immer, alles ärgerlich, aber eigentlich nichts, was die Medien breittreten müssten. Eigentlich. Denn natürlich kann so eine Fehlleitung zu einer heißen Sache mutieren, wenn eine signaltechnische Störung im Spiel ist. In gewissen Situationen ist keine Fahrt auf Hauptsignal möglich, sondern nur mit besonderem Auftrag. Befehl, Ersatzsignal und so weiter. Da ist der FDL wirklich gefordert. Denn während im Regelbetrieb das Stellwerk die Fahrwegprüfung und Sicherung für ihn erledigt, liegt es nun allein an ihm, Maßnahmen zu ergreifen, um den Zugverkehr trotz Störung sicher fortzuführen. Wird jetzt bei der Fahrwegprüfung geschludert und etwa eine falsch liegende Weiche übersehen, ist nicht auszuschließen, dass eine daraus resultierende Fehlleitung doch mal gravierendere Auswirkungen hat als ein paar Verspätungsminuten. Das bringt uns zur wohl fatalsten Fehlleitung der deutschen Eisenbahngeschichte, dem Unfall von Lebus 1977, bei dem ein Schnellzug und ein Güterzug frontal zusammenstießen und 29 Menschen starben. Schauplatz war die eingleisige, mit 50 km/h befahrbare, heute stillgelegte Nebenbahn Bozen-Kietz, die aus der für Tempo 100 zugelassenen Hauptstrecke von Frankfurt-Oder nach Werbig abzweigte. Der Bahnhof Bozen verfügte über primitivste mechanische Stellwerkstechnik und das über 100 Jahre nach Erfindung von Bahnhofs- und Streckenblock. Der FDL bediente die Weichen im Südkopf, hier nicht dargestellt, sowie sämtliche Hauptsignale des Bahnhofs. Für das Weichentrapez im Nordkopf hingegen war ein Weichenwärter zuständig. Zwischen den Signalen und den vier Weichen des Wärters bestand keine Abhängigkeit. Sie konnten jederzeit umgestellt werden. In einer Nachtschicht beauftragte der FDL den Wärter, die Weichen für einen von Frankfurt durch Gleis 4 in Richtung Werbig fahrenden Schnellzug zu legen. Der Wärter schenkte sich die Fahrwegprüfung und meldete Vollzug, ohne zu bedenken, dass die Weiche 4 in Richtung Kietz anstatt nach Werbig wies. Der FDL stellte Ausfahrt und der D-Zug bog auf die Nebenbahn ab. Weder Weichenwärter noch Lokpersonal bemerkten die Fehlleitung. Nach 7 Kilometern kam es in Lebus zur Kollision mit einem entgegenkommenden Güterzug. Tja, das ist kein schönes Ende dieses Films, soll aber auch niemanden ängstigen. So ärgerlich es ist, wenn der Lautsprecher knackt und der Zugchef bedauert, tut mir leid, wir haben uns verfahren, muss man sich zwischen Schmunzeln und Schrecken entscheiden, halte ich Ersteres für deutlich angemessener. Ich wünsche weiterhin gute Fahrt, Middleborn, möglichst ohne Fehlleitung. Kommt gut an, wir sehen uns.